Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Phantom Hourglass und Spirit Tracks DLC. Im letzten Part durfte auch schon Toon Link mit seiner neuen Waffe, dem Sandstab, ein bisschen abgehen. Da bin nämlich diese Mission hier gespielt, obwohl die eigentlich für Toon Zelda war. Und ich habe sie jetzt eben nochmal für Toon Zelda nachgeholt, dass sie auch ihren Herzcontainer bekommen konnte. Und da ist jetzt dann übrigens nochmal etwas mehr Sand sogar durch die Sanduhr schon geflossen, als beim letzten Mal. Das war jetzt schon die sechste Mission, die ich ja insgesamt gespielt habe, weil fünf haben wir ja schon in Let's Play gespielt. Dann eben die eine habe ich offscreen gemacht. Deswegen sind jetzt schon sechs Missionen bisher gewesen. Und jetzt ist die Sanduhr oder der ganze Sand dann doch schon ziemlich weit unten. Also ich denke mal, neun Missionen muss man spielen und dann ist der Sand ganz durchgeflossen, oder? Weil ich denke mal, wenn es noch drei weitere spiele, dass er dann ganz durchgeflossen sein wird sogar. Aber ich meine, das Problem ist, dass ja keine Riesenmonster mehr in der Nähe überhaupt sind, oder? Ich weiß nicht genau, wo sind denn Riesenmonster-Missionen? Bist du eine Riesenmonster-Mission? Ne, ist wieder Wiederkehr. Da ist eine Abenteuerstadt zum Beispiel. Vielleicht kann ich jetzt dann hier gleich eine freispielen. Deswegen, ich würde erstmal vorschlagen, dass wir erstmal mit der Mission hier vielleicht anfangen. Das ist nämlich eh auch ganz gut, weil ich da drei weitere Missionen freispielen kann. Deswegen machen wir erstmal die und schauen mal, ob dann hier irgendwo ich eine Riesenmonster-Mission habe. Es sind alles Abenteuerschlachten hier, wie wir gerade übrigens sehen können. Da ist bestimmt irgendwo ein Riesenmonster dabei. Wir schauen mal. Das ist auf jeden Fall eben eine Wiederkehr, wieder mal, für Xanto. Und legen wir auch gleich mal los. So, was war jetzt nochmal an Wiederkehr der Witz? Das habe ich schon wieder vergessen, was da jetzt an Wiederkehr nochmal der Witz war. Ich nehme auf jeden Fall... Hat er schon eine Stufe 4 Plus Waffe? Hat er auch schon, aber ich war wieder mal zu faul, da Sachen drauf zu hauen. Deswegen nehmen wir einfach mal das hier. Das war nicht so stark, aber passt schon. Angenommen, mir ist übrigens wieder eingefallen, was Wiederkehr nochmal war. Ich nehme wieder Mira. Ist mir wieder eingefallen, was es war. Und zwar ist mal das, wo ich gegen drei oder mehr Charaktere kämpfen muss, die gestärkt sind durch Magiesoldaten. Und die Magiesoldaten können aber wieder zurückkehren und die dann nochmal stärken, auch wenn ich die besiege. Oder irgendwie so halt, ne? Ich glaube schon. Wo sind die Magiesoldaten? Das ist erstmal wichtiger als die Charaktere selber vielleicht. Da ist einer und da ist einer und da ist einer. Genau bei mir ist einer direkt. Okay, alles klar. Wir gehen auch gleich mal los. Und ich schnapp mir am besten vielleicht erstmal den hier ganz rechts oben und hol mir dann eben so die der Reihe nach. So. Ist bunt durch Magie gestärkt, das gefällt mir gar nicht, deswegen dürfen wir es gleich mal dann abkratzen, mein Lieber. So, leuchten wieder rot, ja. Also offenbar leuchten sie am Anfang immer rot. Und rot leuchten ist der nervigste Statuseffekt, finde ich. Gelbes Leuchten und hohe Moral, das sind ja auch noch Statuseffekte. Oder halt auch niedrige, aber ich sage jetzt mal nur die guten. Nämlich hohe Moral, die können zwar noch ein bisschen nervig sein, aber hohe Moral fand ich jetzt noch nicht so mega schlimm. Muss ich zugeben, gelb leuchten ist schon ein bisschen blöd, weil die dann sehr viel aushalten und sehr viel stärker sind. Aber rotes Leuchten ist extrem beschissen, weil ich die dann einfach nicht umwerfen kann. Und das nervt immer total, wenn man dann keine schweren Kombos gegen die einsetzen kann. Deswegen, das finde ich immer ein bisschen doof. Also, das sollte man auf jeden Fall gleich wegmachen. Ich setze am besten Feenmagie ein. So. Dass jetzt dann gleich wieder mehr Schaden nehmen werden. Okay. Ich kämpfe mehr als erstmal gegen, keine Ahnung, gegen Lana einfach mal so, weil die hier auch rumsteht. Hallöchen Lana, wie geht's? Vielleicht nicht mehr so gut, meine Liebe. So, ich kann sogar vielleicht dann gleich nochmal meine Magie auffüllen und nochmal, nicht nochmal, aber jetzt halt dann noch in den Magie-Modus wechseln zum Beispiel. Das kann ich sogar, ich mach's einfach mal schnell, warum denn nicht? So. Und einsetzen. Sehr schön. Ich habe ein volles Herz Schaden genommen, ist in Ordnung. Ich setze am besten mal die 5er-Kombo ein. Diesmal ein bisschen riskant auch, aber die Gegner leuchten jetzt nicht mehr rot. Wenn Gegner rot leuchten, dann haben wir gelernt, dass die 5er-Kombo total beschissen, weil die dann mir mega viel Schaden machen werden. Aber sie leuchten nicht mehr rot, deswegen passt alles. Und so kann ich jetzt nämlich Lana sehr viel Schaden machen. So, ich will auch noch ein paar mehr Gegner bitte treffen. Machen wir am besten hier nach vorne wirbeln, weil ich will doch starker Angriff machen. Warte mal, ich setze ein, okay. Starker Angriff und... Yay! So, ich glaube, habe ich einen Schwachpunkt abgezogen? Ich glaube schon, oder? Wo ist sie denn? Da. Ne, habe ich offenbar nicht. Oder der goldene Ring ist wieder verschwunden. Keine Ahnung. Naja, was soll's. So, schaffe ich noch ein paar mehr Gegner vielleicht? Schaffe ich noch 70? Oder 75 halt, meine ich. Genau, sehr schön. Habe ich noch geschafft. Gut. Bam! Ich kann jetzt sogar noch schnell genug sein und zu den anderen auch noch hingehen. Zu Zelda und wer auch immer das noch ist, Agneta. Und den auch noch ein bisschen Schaden machen. Aber das setze ich jetzt einfach mal den Magieangriff vielleicht ein. Ne, muss ich gar nicht mehr. Ich kann sogar noch auf 100 Kills kommen, oder? Dürfte ich noch schaffen. Na komm, komm, komm. Einer noch, einer noch, einer noch. Na, ich brauche noch einen. Okay, danke. Das war jetzt knapp, aber es passt auf jeden Fall noch. Sehr knapp war das sogar. Aber alles in Ordnung. Und ich gehe mal sogar auf die 130 auch noch, weil das können wir auch noch gelingen. Ja, doch, wird mir auch noch gelingen. Ziemlich sicher. Nämlich jetzt schon. Sehr schön. Also schön hier im Magie-Modus richtig, richtig abgehen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut, wenn wir hier vorankommen. Und jetzt dann gleich werde ich, glaube ich, dann den Magie-Angriff benutzen. Und zwar, wenn ich auch selber drücke, würde ich sagen. Oder will ich überhaupt selber drücken? Vielleicht will ich sogar auch ablaufen lassen, um noch mehr Gegner halt mitzunehmen. Wo ist denn jetzt Zelda? Da. Ja, ich lass mal ablaufen, passt schon. Und Bauchplatscher des Todes! Ach Gott, ey, ist ja schön. So. Ich kümmere mich dann vielleicht erstmal um Agneta und dann am Ende kämpfe ich noch gegen Toon Zelda. Und bei Toon Zelda will ich dann auch gleich wieder... Komm mal her. Bei Toon Zelda will ich dann auch gleich wieder darauf achten, nach welchen Angriffen sie ihren Schwachpunkt zeigt. Wir haben ja im letzten oder im vorletzten Part, ich weiß gar nicht mehr genau. Achso, ich habe sie schon besiegt, oder wie?
Achso, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, Tunzella würde noch leben, aber ich habe sie schon jetzt nebenbei besiegt. Achso, das wollte ich gar nicht mal. Naja. Also eigentlich wollte ich jetzt eben noch ein bisschen mehr über sie lernen und herausfinden. Eben nach welchen Angriffen sie halt immer ihren Schwachpunkt zeigt und nach welchen nicht. Wir haben, wie gesagt, schon entweder im ersten oder im zweiten Part, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube aber im zweiten eher, aber ich bin mir nicht ganz sicher, haben wir schon gelernt, dass eben sie nach der Einser-Kombo schon ihren Schwachpunkt zeigt. Aber auch nach den anderen Kombos würde es mich noch interessieren, ob und wann sie ihn da noch zeigt. Naja, werden wir schon noch sehen. Erstmal ein Herzcontainer für Zanto in einer noch ziemlich einfachen Mission. Aber ich bin ja auch schon mal gespannt. Ich überspringe mal. Und die Siegesanimation überspringe ich auch gleich. Ich bin ja schon gespannt, wieso der Schwierigkeitsgrad sein wird. Hier von der Karte auf großer Fahrt. Das ist irgendwie komisch, der Name, finde ich. Weil ansonsten war es halt immer Blablabla-Karte. Und jetzt ist es Karte auf großer Fahrt. Es ist nicht auf großer Fahrt-Karte, sondern Karte auf großer Fahrt ist der offizielle Name. Deswegen, da komme ich immer durcheinander. Verzeiht mir das. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad hiervon sein wird. Wir kriegen Agnetas-Korb, Lanas Haarschmuck und Feuer-Aral fürs Leder. Und auch heißes Quellwasser köstlich und auch einen Hyrule-Barsch. Denn die anderen DLCs gingen ja eigentlich alle so bisher. Der Link's Awakening DLC war für mich etwas schwieriger, weil da meine ganzen Charaktere noch nicht so wirklich hoch gelevelt waren. Und jetzt haben sie schon ein etwas höheres Level. Jetzt sind ja alle auf 70 bis 80 oder so und einige sogar noch höher. Ich hätte zwar noch nicht für alle gute Waffen, werde ich aber dann bald haben. Also wenn ich dann auch mal offscreen noch die Terminakarte abschließe, dann werde ich mir auch für jeden mindestens eine extrem gute Waffe zusammenschmieden. Oder halt, ja, zusammenschmieden eben. Da bin ich jetzt noch nicht so wirklich dazugekommen, weil halt leider der nächste DLC, der Phantom Hourglass Spirit Tracks DLC, ziemlich plötzlich und abrupt rauskam und ich damit nicht wirklich gerechnet habe, aber naja, passt schon. So, auf jeden Fall, hier müssen wir Magiespezialisten besiegen. Hier müssen wir bei der Waffe, bei der Stufe 4 Plus Waffe für sie, also 4 Plus Waffen gibt es ja auch wieder, hier müssen wir Schwertkunst und Lokomotiven meistern oder so. Und hier dürfen wir auch kein Riesenmonster besiegen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, okay, ich muss offenbar die Santo am Anfang irgendwie ablaufen lassen, weil ich hier kein Riesenmonster finde. Das ist ja doof. Ja, welche Mission mache ich denn jetzt? Wieder die mit Zelda einfach. Also tun Zelda halt, die anderen dürfen sich nicht ausbreiten. Okay, Stufe 2 ist das sogar schon. Wir würden eine Schiffskanone kriegen, die ja auch hier eben einen anderen Nutzen hat, ne? Wie gesagt, bei den Lindwegger-Karten waren die Schiffskanonen jetzt nicht so mega nützlich, finde ich. Aber hier schon, weil hier kann ich halt meine Felsen kaputt machen und darunter dann halt Sachen finden, wie Kostüme oder Waffen oder Herzkern oder sowas. Deswegen, hier sind die wichtiger, würde ich mal sagen. Und Skulltulas sind auch nicht verkehrt, deswegen, das machen wir mal so, dass wir jetzt mal die Mission spielen, würde ich sagen. Eben das Ganze dann mit Toon Zelda. Yay! So, ich habe auch schon übrigens, wo ich mit ihr dann gerade eben halt noch die Schlacht nachgeholt habe, geteiltes Leid, die wir im letzten Part noch mit Toon Link gespielt haben. Da habe ich auch eine neue Waffe für sie bekommen, und zwar immerhin schon die hier mit 2 Sternen und mit Combo 3 Plus. Die Zweier-Combo von ihr mochte ich zwar nicht so gerne, aber ist dennoch besser als das andere Gedöns, deswegen nehme ich mal die hier. Und hier nehme ich einfach wieder irgendwen, nämlich Link und Impa, einfach die ersten beiden besten, so. Und hier mal wieder Mira, okay. Übrigens, bei den Skulltulas werde ich es genauso machen wie auch schon bei den anderen DLCs bisher bei meinen Let's Plays zu Hyrule Warriors Legends. Und zwar, dass ich nämlich die zweiten Skulltulas euch niemals zeigen werde, euch niemals reinschneiden werde, weil ich dazu faul bin, muss ich ganz ehrlich zugeben, sondern ich die offscreen hole, weil ich das nämlich auch nicht so sinnvoll finde, die jedes Mal zu zeigen, weil die ganzen zweiten Skulltulas nahezu immer an denselben Orten zu finden sind wie auch die ersten. Das ist nicht immer so. Die sind manchmal auch an anderen Orten zu finden, aber wenn sie an anderen Orten zu finden sind, werde ich euch das dann immer sagen, zwar nicht zeigen, aber euch sagen, wo sie zu finden waren. Und was ich auch aber immer zeigen werde, ist, was man dann für die zweite Skulltula machen muss. Denn da gibt es nur drei verschiedene Sachen, die man machen muss. Das weiß bei eh schon jeder von euch, aber ich sag's trotzdem nochmal. Für die erste müssen wir 1000 Feinde besiegen und für die zweite müssen wir in diesem Fall die erste Mission der Schlacht erfüllen, 1200 Feinde besiegen und das Ganze ohne einen Schaden von 4 oder mehr Herzen zu erleiden. Genau. Und eben für die zweite Skulltula gibt es da teilweise andere Bedingungen, dass man die erste Schlacht erfüllen muss und weniger als 4 Herzen Schaden genommen haben muss. Das gilt immer. Und dann gibt es eben noch den Fall, dass man entweder 1200 Feinde besiegen muss oder mindestens 5 oder 6? Ne, ich glaube 5 Festungen. Ne, oder sind 6? Ich bin mir selber gar nicht sicher, seht ihr. Entweder 5 oder 6 Festungen erobert haben muss. Oder den dritten Fall gibt es noch, dass man 150 Feinde mit Spezialangriffen irgendwie besiegen muss. Genau. Und da alles so wirklich immer sehr ähnlich ist und halt die zweiten Skulltulas in den allermeisten Fällen an den exakt selben Orten sind, werde ich die euch dann eben nicht mehr zeigen. Aber euch dann eventuell sagen, ob die halt an anderen Orten waren. Aber ansonsten zeigen werde ich die eben nicht, weil ich da, gebe ich ganz ehrlich zu, eben etwas zu faul bin. Aber ist hoffentlich auch nicht so schlimm, weil die eben nahezu immer am selben Ort sind, wie gesagt. Okay.
So, besiegen die Hauptleute, müssen wir einfach machen. Okay, alles klar. Ja, Hauptleute besiegen dürften wir, glaube ich, hinkriegen. Okay, aber es gibt wieder gelbe Truppen auch. Alles klärchen. Kriegen wir schon trotzdem hin, würde ich sagen. So, jetzt noch ein bisschen mehr natürlich hier mit Phantom Zelda spielen. Und sie noch ein bisschen mehr austesten. Ich finde ihre Standard-Kombos echt ziemlich gut, wie gesagt. Weil die haut, glaube ich, schon ordentlich rein. Die dauert zwar, also vor allem der letzte Schlag dauert schon ein bisschen, muss man zugeben. Ja. Aber dafür ist es halt auch eine Fernattacke. Eben wie die Einser-Kombo von Link. Oder halt wie wenn Link auch seine Standard-Kombo zu Ende ausführt. Und das macht wirklich ziemlich viel Schaden. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Also doch, die Standard-Kombo gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und der Einser-Kombo ist halt gut, um die Luft zu hieven. Und mit einer Einser-Kombo die Luft zu hieven kann ja jeder. Deswegen das ist nichts Besonderes. Aber auch nichts Schlechtes natürlich. Weil das ist auch schon etwas Wichtiges, finde ich. Dass man Gegner mit der Einser-Kombo wirklich in die Luft hieven kann. Um halt dann immer eine schöne Möglichkeit zu haben, ihren Schwachpunkt abzuziehen. Und Schwachpunkte abziehen kann sich offenbar ganz gut, wie es scheint. Also das ist ja schon mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Dann eben die Zweier-Kombo, wie gesagt. Die mochte ich ja nicht ganz so gerne, wo sie so nach vorne rennt. Und dann nochmal zuhaut, weil es nämlich gar keine Reichweite hat, so ungefähr. Weil sie auch nicht weit nach vorne rennt und auch aber der letzte Schlag hat keine hohe Reichweite. Und auch keine hohe Stärke halt. Also die Zweier-Kombo mag ich nicht ganz so gerne, muss ich zugeben. Und Dreier-Kombo habe ich schon wieder vergessen, was das eigentlich war. Vierer-Kombo weiß ich noch, aber Dreier-Kombo habe ich schon wieder vergessen. Was war das nochmal? Ja, okay, das war einfach nur so eine Schlag-Kombo. Und nichts allzu spektakuläres, finde ich jetzt. Also da gibt es auch andere Kombos, die besser sind, wie die Vierer-Kombo. Die mag ich gerne, weil die eben so ähnlich ist wie die von Medoli, ihre Fünfer-Kombo. Die mag ich auch gerne. Bam! Wie gesagt, ja auch eine höhere Reichweite, als man meint, diese Attacke. Und das ist auch ganz schön auf jeden Fall. Und die auch eine hohe Stärke. Können wir den festen Kommandanten mit einmal killen? Können wir, genau. Ziemlich gut auf jeden Fall. Yay! So, wir können ja hier in der Mission, abgesehen von den Skulltulars, konnten wir nichts finden, ne? Glaube ich. Also keine Truhen oder sowas, keine tollen können wir da finden. Sprich, keine eben, ja, Kleidungsstücke oder Herzcontainer oder sonst irgendwas. Nahrung auch nicht, eben nur die Skulltulars. Deswegen ist ja alles ganz gut soweit. Und das sind übrigens viele Gegner auf einem Haufen. Will ich da Feenmagie mal an? Ja gut, so viele sind es gar nicht mal. Das waren nur vier kleine. Und eben einer, ein Gipto, also das passt schon. Ja gut, aber da hinten... wo ist denn der? Da ist noch ein Hauptmann. Ja, hier sind schon... Ja, hier sind sehr viele Gegner. Nee, doch. Ich, es war ein bisschen verschwendet, aber ich setze trotzdem kurz hier Feenmagie ein. So. Und zack. Ja, doch. Das hat sich ein bisschen gelohnt. 700 Feinde einfach mal und ich kann die Gegner hier einfacher killen. Das, war's wert. Spezialangriff. Yay. Was ich vom Spezialangriff halten soll, weiß ich übrigens noch nicht so. Weil der wirkt nämlich so, als hätte er jetzt keine so geile Reichweite, muss man zugeben. Und es ist auch nur ein Spezialangriff, der nur ein einziges Mal trifft. Ich bin ja ein Fan davon, wenn Spezialangriffe häufiger treffen können, weil es dann meistens mehr Schaden macht. Und ja gut, die Reichweite geht schon. Aber dennoch, der ist jetzt auch nicht ganz so dufte. Der ist so ähnlich wie der von Maren eigentlich, von der Reichweite her. Von der Ausführung zwar ganz anders. Bei Maren, der Windfischerbei holt, der nach unten kracht mit dem Bauchplatscher. Aber im Prinzip ist es eigentlich schon von der Effektivität her sehr ähnlich. Weil sie halt auch, weil sie beide kreisförmig nach vorne so ein bisschen treffen können, die beide keine so mega hohe Reichweite haben. Und bei beiden eben nur einmal getroffen wird. Aber, na gut. Und den von Maren mag ich eben auch schon nicht so gerne. Und den hier von Toon Zelda jetzt auch nicht wirklich, muss ich leider zugeben. Naja. So, erstmal auf die Suche machen nach der Skulltula. Ich habe schon eine Idee, wo die sein könnte. Und zwar jetzt dann nämlich gleich hier oben. Moment. Jetzt dann gleich geradeaus vor mir. Genau. Sehr schön. Yay! So, was war nochmal der starke Angriff? Das war das mit dem Ball, ne? Wo sie nach vorne rollt, richtig? Ich bin nicht ganz sicher, beim starken Angriff wäre es ganz cool gewesen, wenn man halt das noch irgendwie auch verändern könnte, wenn man da noch ein bisschen mehr mit ihrem starken Angriff anstellen könnte. Das ist halt das Coole an Toon Link und seinem Sandstab, weil er hat ja mit, ja, er kann mit seinem, ich meine, der starke Angriff von den beiden ist ja sogar ähnlich, weil beide halt einfach nach vorne rennen oder rollen halt. Toon Zelda rollt eben nach vorne und Toon Link fährt eben mit dem Zug nach vorne. Der Unterschied ist aber halt, dass man bei Toon Link noch ein bisschen mehr anstellen kann, weil der eben das nach vorne fahren ein bisschen verlängern kann, indem man eben diese Leiste da auffüllt. Und das finde ich halt ganz cool. Und Toon Zelda hat halt hier bei ihrem starken Angriff keine Variation. Oder ich sehe keine, weil ich blind bin, das kann auch sein. Aber ich bemerke da jetzt keine Variation in ihrem Angriff. Also jedes Mal ist der starke Angriff genau gleich von der Ausführung her. Und da ein bisschen Variation, dass man die Kugel auch mal länger rollen lassen könnte oder noch einen Finisher machen kann oder so. Ähnlich wie zum Beispiel auch Darunia. Das wäre ganz cool gewesen, weil bei Darunia hat er auch einen ähnlichen starken Angriff, dass er eben in seiner Koronenrolle nach vorne rollen kann. Und er kann aber, wenn man noch den X-Knopf häufiger drückt, glaube ich, und wenn er auch ein paar Gegner erwischt hat in seiner Koronenrolle, er kann am Ende nochmal so einen finalen Hit eben machen und dann Gegner nochmal einiges an Schaden reindrücken. Und das kann aber Zelda halt oder Toon Zelda halt eben leider nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich zugeben. Aber naja, was wollen wir machen? So, Vierer-Kombo. Bam! Ja, die macht aber echt mega viel Schaden. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. So, was wollen eigentlich die ganzen Elite-Rekrutierer? Ich kille mal den am besten auch noch schnell. Und dann gehe ich da am besten auch schon zu dem gelben Hauptmann nach unten. Ich muss ja... Hilfe. Okay.
Ich muss, das ist übrigens ganz interessant, weil ich weiß gar nicht genau, gibt's diese Abenteuerschlachtart überhaupt schon mal? Also gab's die überhaupt schon mal ansonsten irgendwo? Also ich meine, da muss man auch zugeben, dass es alles sich sehr, sehr stark ineinander verzahnt und alles mega, mega ähnlich teilweise ist, weil es gibt's häufig auch Pyromar, dein Ernst. Da habe ich auf jeden Fall viel Magie benutzen, um dem mehr Schaden machen zu können. Es gibt's natürlich häufiger mal, dass man Hauptleute, okay, Intro-Sequenz wieder genau, dass man Hauptleute besiegen muss, überspringen mal. Und es gibt sogar auch häufiger mal, dass man sowohl rote als auch gelbe Hauptleute, ach, der ist schon gestorben, echt? Durch die Fehlmagie jetzt oder wie? Nice. Es gibt auch häufiger mal, dass man rote und gelbe Hauptleute besiegen muss. Wenn man das aber muss, dann ist es eigentlich so, dass es dann auch einen roten und einen gelben feindlichen Feldmarschall gibt. Aber hier gibt es ja jetzt nur einen roten, aber keinen gelben. Und damit sich das rote Hauptquartier öffnet, muss man alle Hauptleute besiegen, auch die gelben. Normalerweise ist es so, wenn man rote und gelbe Hauptleute besiegen muss, dass es eben halt dann auch einen roten Feldmarschall und einen gelben Feldmarschall gibt. Und wenn man alle roten Hauptleute besiegt, dann öffnet sich das Tor zum roten Feldmarschall und selbiges gilt auch für die gelben. Aber hier muss man einfach alle besiegen und dann öffnet sich zum roten, zum einzigen auch. Das ist, wow, das ist ganz interessant. Und auch wirklich halt, ja, und auch wirklich anders als normalerweise. Deswegen, ich glaube sogar, dass diese Abenteuerschlachtart ja neu in Anführungszeichen ist, die ist trotzdem extrem ähnlich zu vielen anderen, die wir schon gesehen haben. Natürlich, ich meine, Hyrule Warriors Legends oder auch Hyrule Warriors wiederholt sich in jeder Mission tausende Male, muss man zugeben. Ein Spiel mit so ultra mega viel Abwechslung ist es jetzt nicht. Es hat zwar halt ultra viel Inhalt, aber die Missionen sind schon teilweise sehr, sehr ähnlich, muss man zugeben. Und das hier zeigt es jetzt ja auch nochmal. Aber dennoch ist es, glaube ich, wirklich so, dass das hier rein in der Theorie quasi eine komplett neue Abenteuerschlachtart ist, oder? Ich meine schon. Ich könnte mich aber auch täuschen. Naja. Bam! So, habe ich denn jetzt alles gemacht in der Mission? Ich glaube schon, ne? Weil es gab ja nur Skulltula und ansonsten gab es nichts Wichtiges zu holen. Deswegen passt, glaube ich, alles, ne? Ich meine schon. Ja, wir können sehen, die Vierer-Kombo macht echt mega viel Schaden hier. Also, ja gut, mega ist auch übertrieben, aber schon ziemlich viel, finde ich. Und das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Und wir beenden es natürlich mit einem Spezialangriff. Yay! Und auch noch ein Level-Up hat sie bekommen. Cool. Okay, alles klar. Lief doch auch wieder sehr gut. Wir haben gewonnen, Bruderherz. Yay! Das haben wir, Errol. So. Wie gesagt, wir haben noch mehr als genug Zeit für dann noch weiteren Stuff, den wir noch machen können. Das ist ja sogar jetzt eh schon, das ist ja auch die zweite Mission, fällt mir gerade auf. Ne? Ich dachte gerade, das wäre die erste Mission noch gewesen. Aus dem Part, das war ja schon die zweite, weil am Anfang haben wir ja mit Santo eine Mission gemacht, stimmt. Und das ist sogar schon die zweite Mission aus dem Part, obwohl es auch eine Abenteuerschlacht war. Und wir haben immer noch ziemlich viel Zeit für noch weiteren Stuff. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich muss aber auch zugeben, dass die ganzen Schlachten jetzt schon etwas schneller gehen, vor allem die Abenteuerschlachten. Ich lasse mal wieder da, aber ich rede drüber. Dass die ganzen Schlachten etwas schneller gehen wahrscheinlich als beim Link's Awakening DLC. Weil ich jetzt eben halt mittlerweile Mira habe mit ihrer mega coolen Leihfähigkeit, die ja auch noch nicht perfekt ist, weil ich die Magie noch nicht ganz auffüllen kann. Aber die trotzdem auf jeden Fall schon sehr gut ist, dass ich eben meine Magie nahezu komplett auffüllen kann. Das heißt, dass ich eben quasi dreimal oder sogar häufiger, wenn ich es richtig mache, Feenmagie geschenkt bekomme in einer Mission, was ich eben davor noch beim Link's Awakening DLC oder bei den anderen DLCs oder so noch nicht hatte. Und das große Problem ist halt häufig, was die Zeit halt angeht, dass man halt 1200 Feinde besiegen muss. Das ist meistens immer das zeitintensivste in den Missionen. Und dadurch, dass ich jetzt aber eigentlich nahezu jederzeit immer Feenmagie einsetzen kann, dürfte es uns ziemlich leicht fallen, immer auf die 1200 zu kommen. Deswegen dürften wir wahrscheinlich einen etwas größeren Fortschritt hier sehen, als bei den vorherigen DLCs. Würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und das behaupten, dass eben durch die tolle Leihfähigkeit von Mira, weil ich halt immer schön Feenmagie einsetzen kann, dass wir dadurch dann etwas schneller Fortschritt haben werden als in den anderen DLCs. Ich glaube schon. Aber wie gesagt, auf die 1200 Feinde zu kommen, ist immer das zeitintensivste. Und wenn das dann ja quasi wegfällt, weil ich so häufig Feenmagie einsetzen darf, ist schon ziemlich cool. Jetzt haben wir noch einige Materialien bekommen, habe ich übersprungen. Und noch eine Wundererbse und auch noch einen Schimmelpilz. Und das erste Bildfragment auf dem Bild. Und das sehen wir gleich mal tun, Link. Ich kann noch nicht arg viel mehr erkennen. Ist es hinter ihm da der Zug? Ne, muss nicht unbedingt sein. Keine Ahnung. Also aus diesem einen Bildfragment da jetzt schon Sachen zu schließen, wie das komplette Finalbild aussieht, keine Ahnung. Werden wir dann schon noch sehen, wenn es soweit ist. So. Da können wir sogar fast noch der Abenteuerschlacht nochmal hinterher klatschen. Mal gucken, ob ich noch eine relativ kurze finde. Ja, hier muss ich aber, also wenn ich noch Feen-Nahrung finden muss, dann nicht. Ja, und hier auch. Ja, dann doch nicht mehr. Weil das könnte dann doch ein bisschen länger dauern, wenn ich noch Feen-Nahrung auffinden muss. Und deswegen das machen wir erstmal nicht. Hier bräuchte ich jetzt wieder eine Schiene wahrscheinlich, oder? Genau, weil da fehlt eine Schiene, wie wir sehen können. Und zwar eben an diesem Ort hier. Und da muss ich eben eine einsetzen und dann komme ich hier nach links. Okay. Aber habe ich gerade nicht. Deswegen machen wir erstmal woanders weiter. Ich meine, wie gesagt, die will ich auch nicht machen, weil das zu lange dauern könnte wegen der Nahrung noch. Das hier ist ein Item-Spezialist-Quiz, wo ich irgendwen nehmen darf. Und ich könnte damit zwei neue Schlachten freispielen.
Und das hört sich nach einer ganz guten Idee an, finde ich. Und da ich wieder irgendwen nehmen darf, nehme ich natürlich dann wieder, da wir gerade eben jetzt schon Phantomselder haben, genommen haben, nehme ich jetzt natürlich dann noch den anderen neuen, oder nicht neuen Charakter, mit einem anderen Charakter mit einer neuen Waffe, nehme ich natürlich wieder mal Toon Link. Also da müsst ihr euch dran gewöhnen, dass ich, wenn ich die Wahl habe, dass ich dann fast ausschließlich Toon Link oder Phantomselder nehmen werde, weil halt eben die beiden halt hier neu und cool sind, ne? So, wir nehmen wieder Mira, weil sie mega episch ist, weil ich da immer schön Fiendmagie einsetzen kann. Gerade solche Missionsarten, solche Quizze oder besiege alle Feinde Missionsarten, wo ich eben in drei verschiedene Festungen reinlatschen muss und dann dort eben Gegner besiegen muss, da ist halt jetzt Mira mit ihrer aktuellen Leihfähigkeit auch mega cool, weil ich halt einfach dann in jeder einzelnen Festung immer Fiendmagie raushauen kann und dann kann ich den Gegner halt in diesem Fall mit Explosion viel mehr Schaden machen. Das ist halt echt ziemlich cool auf jeden Fall. Okay. So, die ganzen Combo-Angriffe von Toon Link mit dem Sandstab haben wir ja schon gesehen, glaube ich. Nur deswegen, ich muss nichts mehr zeigen. Ich kann es einfach dann halt ausprobieren, wie jetzt hier dann alle so im Kampf sich verhalten. So, besiege den Feind, der keine Pfeile mag. Okay, ich hätte es, das war sogar knapp jetzt. Ich hätte da gar nicht mehr viel mehr. Ich dachte, irgendwie Charaktere würden kommen. Aber es kommen nur normale Idioten. Naja, auf jeden Fall, du magst keine Pfeile. Ja, das ist jetzt nicht allzu schwierig. Wir werden vielleicht sogar danach nochmal eine Mission schaffen können, weil die jetzt auch sehr schnell geht. Ja, stimmt, das hätte ich mir schon denken können. Das ist ja, das, die, auf der Overworld wurde die ja schon Item-Spezialist-Quiz genannt, ne? Ich glaube schon. Und die Item-Spezialist-Quizze, die gehen immer extrem schnell, weil man da nicht mal gegen Charaktere kämpfen muss. Und zwar auch in der zweiten und dritten Festung nicht, glaube ich. Sondern immer noch halt gegen normale Gegner, die halt, weil die Frage ist, gegen was sie anfließt. Gegen Bomben oder Pfeile oder was auch immer. Deswegen, das geht dann doch jetzt auch sehr schnell. So, du, dir sind Bomben egal, aber du machst keine Bomben. Deswegen darfst du jetzt einmal sterben mit der 1er-Kombo. Das war jetzt noch der starke Angriff hinterher. Okay, genau. Jetzt habe ich so häufig auf den X-Knopf gehämmert, dass noch der starke Angriff hinterher kam, aber ist auch in Ordnung. So, und du darfst sterben übrigens, Kollege. Okay. Yay. Ja, ist hier wirklich, wie gesagt, kein großes Problem. Ich glaube aber sogar, dass es jetzt wirklich, da kommen wir jetzt auch nochmal eben, können wir auch noch darauf zu sprechen kommen, eben, dass sich die meisten Missionen ziemlich stark oftmals wiederholen, dass es diese Mission, dass diese Mission hier schon sogar wirklich 1:1 auf irgendeiner anderen Karte auch schon gab. Ich weiß nicht mehr auf welcher, aber auf irgendeiner Karte gab es, glaube ich, die auch schon 1:1, und zwar eben auch ein Item-spezielles Quiz, und zwar auch hier in der Gerudewüste, und sogar mit denselben Antworten? Ja, mit denselben Antworten, ich glaube mit denselben Antworten, das vielleicht nicht. Das ist eine Nimbus-Garde oder sowas. Oder Stahlmeister. Genau, Nimbus-Garde, sehr schön. Mit denselben Antworten vielleicht nicht, aber es gab auf jeden Fall auch schon, bin ich mir sehr sicher, auf irgendeiner Karte irgendwo ein Item-Spezialist-Quiz, hier auf der... Hui. Hier auf der Gerudewüste. Und der Sandstab kann verlangsamen. Das ist ganz cool, okay. Das freut mich auf jeden Fall auch. Das ist ganz schön immer. Und deswegen, das ist eben wirklich so, dass halt einige Missionen sich echt immer sehr stark wiederholen. Aber dafür hat es halt auch mega viel Inhalt, dieses Spiel. Deswegen, das verschmerzt es dann schon ziemlich stark, wie ich finde. Und was wir eben auch gerade sehen konnten, ist, dass der Sandstab offenbar Gegner auch etwas verlangsamen kann. Das finde ich sehr interessant, weil es gibt nämlich nicht viele Waffen, die so etwas können tatsächlich. Das ist auch etwas, was einem gar nicht so häufig auffällt. Aber was mir jetzt spontan einfällt, der Taktstock von Zelda, also nicht von Toon Zelda, von normalen Zelda, der kann Gegner auch noch mit ziemlich vielen Combo-Angriffen verlangsamen. Auch bei der Standard-Kombo glaube ich sogar auch. Meistens habe ich aber das Gefühl, dass es hauptsächlich Blitzwaffen können, Gegner zu verlangsamen. Aber offenbar kann es Toon Link mit seinem Feuer, mit seiner Feuerwaffe, mit dem Sandstab auch, wie es scheint. Weil gerade eben haben wir es ja sehen können, dass die Nimbus-Garde deutlich verlangsamt wurde. Naja. Gratis am Ende finde ich echt richtig cool. Ach, Toon Link. Echt schön. Das ist echt eine, das ist eine sehr coole Siegespose. Okay. Jo, 2 Minuten, 9 Sekunden. Das war ziemlich einfach. Wir kriegen noch einen neuen Zahnstab mit Sockelbonus immerhin. Okay, cool. Und einen Dinodorus-Reißzahn. Und noch einen Knochenfisch. Okay. Ja, und wie gesagt, das ging jetzt so schnell, dass wir sogar noch eine weitere Mission schaffen können. Also in der Abenteuerstart auf gar keinen Fall mehr. Das wird zu lange dauern, aber noch eine kurze Einzelstart, wenn ich noch eine finde. Können wir sogar noch eine hinterherhauen. Mal gucken. So. Der ganze Sand, der... Ah, stimmt, da war ja was. Ist durchgelaufen. Es wird nun schwieriger, den nächsten Kartenabschnitt zu erreichen. Okay. 7 Erklärungen, was? Setze eine der Itemkarten mit einem Schiff ein, um eine Kapitänsfähigkeit zu aktivieren. Setze eine der Itemkarten mit einem Zug ein, um eine Lokführerfähigkeit zu aktivieren. Hä, was? Diese Fähigkeiten halten nur eine begrenzte Zeit an. Nach jeder Schlacht reduziert sich der Zähler, der die Wirkung einer Fähigkeit anzeigt. Okay, so ähnlich wie die Instrumente von der Kokolint-Karte. Wenn der Zähler 0 erreicht, ist die Fähigkeit nicht länger wirksam. Der Zähler geht auch dann nach unten, wenn du in einer Schlacht, die du kämpfst, nicht von der Fähigkeit profitierst. Ist eine Fähigkeit aktiv, kann sie nicht durch eine andere ersetzt werden, bevor ihr Zähler auf 0 steht.
Okay, ja, das kennen wir schon. Limebergschiff verringert die Ranganforderung für K.O.s, Eisenschiff verringert die Ranganforderung für Zeit, Goldschiff verringert die Ranganforderung für Schaden und Zug der Götter öffnet Wege auch mit Rang C, das kennen wir ja schon. Und dann noch Stahlzug, gibt jedem Abschnitt zwei empfohlene Elemente und Goldzug hebt Kämpferbeschränkungen auf. Okay, ich dachte, dass diese ganzen Dinger, dass ich einfach halt auf einem einzigen Kartenabschnitt einsetzen können dürfte oder so und die dann eben nur für diese Mission gelten. Aber nee, die funktionieren wie die Instrumente vom Link's Awakening DLC, dass ich die irgendwo einsetze und die dann für die nächsten drei Schlachten einfach gelten. Das ist auch ganz witzig auf jeden Fall. Problem ist eben, was wir hier auch gesagt bekommen haben, was auch schon bei den Instrumenten genauso war, das stand glaube ich hier, dass, oder wo stand das nochmal? Irgendwo stand das hier geschrieben. Genau. Ist eine Fähigkeit aktiv, kann sie nicht durch eine andere ersetzt werden, bevor ihr Zähler auf 0 steht. Genau, also ich muss dann eben diese drei Runden auch abwarten. Na gut. So. Und die Phantom-Uhr ist jetzt ganz unten. Ja. Und ich brauche jetzt immer, und zwar wirklich immer ausnahmslos einen A-Rang, um weiterkommen zu können. Das ist aber eigentlich jetzt keine so schlimme Bestrafung, weil ich ja eh 100% spiele und eh der A-Rang immer mein Ziel ist, grundsätzlich. Deswegen eine schlimme Bestrafung, für mich ist das jetzt eh nicht. Mich würde eher interessieren, wie ich das wieder loswerden kann. Ich weiß nicht ganz, wenn ich jetzt gegen Riesenmonster kämpfe, kann ich dann eben den Sand wieder ein bisschen nach oben treiben oder wird sie sich automatisch auch resetten oder sowas? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, das ist aber eine Abenteuerschlacht, eine Eroberungswelt schreit deswegen das nicht mehr. Was ist das hier? Das ist eine große Fusion, okay. Die gehen auch immer sehr schnell, die kennen wir ja vom Link's Awakening DLC noch. Genau, und hier kann ich doch jetzt eine Itemkarte einsetzen. Genau, und dann kriege ich nochmal eine neue. Oder sowas. Ich setze mal dieses Windrad da am besten, oder die Luftkanone. Am besten einmal, die brauchen wir bestimmt häufiger, weil die kommt auch hier schon ziemlich häufig vor, die brauchen wir bestimmt häufig. Deswegen, ich mache das jetzt mal kurz. Was zum... Was war das denn jetzt? Okay, das sah jetzt so ähnlich aus wie, ja, das sah jetzt so ähnlich aus wie so ein Mythenstein, wenn man da eine Bombe hinklatscht, dass er dann wie so eine Rakete nach oben fliegt, okay. Und dann kriegt man eben nochmal eine neue Itemkarte, in diesem Fall eben dann eine zweite Luftkanone. Okay, ganz witzig. So, wir spielen eben die auch noch die große Fusion eben, geht ziemlich schnell, diese Missionsart, die kenne ich auch schon vom Link's Awakening DLC eben, deswegen das dürfen wir ganz schnell packen. Und dann nehme ich mal wieder Zelda. Immer schon abwechselnd. Der Waffe hier wieder Combo 2 plus mag ich zwar nicht so gerne, Combo 3 plus Maß, ja, aber es ist ja die 2er-Combo. Wie gesagt, da müsst ihr euch auch dran gewöhnen, dass ich die Combos anders benenne, als es das Spiel tut. Für das Spiel ist Combo 2 plus, ist das ja die Combo, wo die ganzen Charaktere immer die Gegner in die Luft tiefen können und sowas. Aber ich benenne das anders. Für mich ist Combo 2 plus die 1er-Combo, weil für das Spiel gibt es ja keine Combo 1 plus. Das Spiel beginnt quasi, also das Spiel beginnt mit dem Zielen quasi bei 2 und das finde ich ein bisschen unlogisch. Deswegen, ich benenne die anders, ne, müsst ihr euch dran gewöhnen. Also für mich ist, also das hier ist ja eigentlich Combo 2, das hier, aber für mich ist das die 1er-Kombo und das hier ist für mich die 2er-Kombo, obwohl es vom Spiel eigentlich Combo 3 genannt wird, ne? Aber müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ich das anders benenne als das Spiel, weil ich finde es irrsinnig, erst bei 2 anzufangen, das finde ich ein bisschen doof, also ne, müsst ihr euch daran gewöhnen, wie gesagt. Naja, auf jeden Fall. Genau, große Fusion, ich muss alle Anführer der Horden besiegen, richtig, weil ansonsten die mit den ganzen Dunkeltypen fusionieren können, aber es lohnt sich auch die Dunkeltypen zuerst umzubringen, weil wegen Erfahrungspunkte und Materialien und Nahrung und dem ganzen Gedöns, auf was ich sehr stehe, deswegen, ich werde es auch hier, glaube ich, so machen, dass ich zuerst auch die ganzen Dunkeltypen ausschalte und mich dann erst danach immer um die Anführer der Horden kümmern werde, ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Leibwächter und Magi stehen ja auch öfter mal rum, aber die kann man dann ziemlich einfach umbringen, deswegen, die sollten jetzt kein Problem darstellen. Und, bam! Ja, die Standard-Kombo ist echt mega cool hier, finde ich. Die ist zwar, wie gesagt, nicht so mega schnell, aber so mega ultra langsam ist die jetzt auch wieder nicht. Das geht schon, das hält sich in Grenzen. Und dafür ist sie aber echt cool, finde ich. Das auf jeden Fall. Okay. So, ich kann es halt gleich schon wieder dann Feenmagie einsetzen, weil ich da jetzt einiges an Magie bekommen habe. Und jetzt werde ich dann auch gleich wieder machen, dass ich eben denen etwas mehr Schaden machen kann. Okay. Man muss sich eben hier bei der großen Fusion so einigermaßen beeilen. Wenn man sich eben zu viel Zeit lässt, dann haben eben die ganzen Anführer genügend Zeit gehabt, um dann halt ihr Ritual vorzubereiten, um dann eben mit den ganzen Dunkelgegnern, die in ihrer Nähe stehen, zu fusionieren. Und dann werden die zu einem großen und starken Gegner. Aber, ich meine, groß ist der, ja, aber ehrlich gesagt, so stark ist diese Fusion, die daraus entsteht, dann jetzt auch gar nicht mal. Also selbst wenn man mal eine Fusion durchgehen lassen sollte, dann ist es jetzt dennoch kein Weltuntergang. Da wird man trotzdem den auch ziemlich einfach besiegen können, diesen Gegner. Also die große Fusion ist auch eine Missionsart, die echt ziemlich einfach ist. Finde ich auch jetzt nicht so mega spektakulär, muss ich zugeben. Da gibt es andere, die mir besser gefallen. Aber dafür geht sie wenigstens relativ schnell. Das ist ja auch ein Pluspunkt, würde ich sagen. Okay. So, und da oben sind auch schon die letzten. Und da haben wir Dinodorisse. Alles gleich und auch wieder am besten gleich viel Magie raushauen, dass ich wieder mehr Schaden machen kann. So, dass es noch schneller geht. Das würde zwar ansonsten auch ziemlich schnell gehen, aber so mit noch mehr Schaden geht es sogar noch schneller als normalerweise. So, du darfst mal sterben. Und ich will, wie gesagt, die Dunkeltypen auch mal umbringen, dass wir viele Erfahrungspunkte bekommen und auch... Na, wo ist der jetzt hin? Da. Und auch viele Materialien und sowas. So.
Ich krieg auch selber ein bisschen Schaden, aber die machen mir nicht wirklich viel Schaden, die Gegner hier, deswegen ist voll in Ordnung. Am besten mal wieder kurz einen Spezialangriff. Ha! Yay! Und schon geschafft. Okay. Gut, die fehlgeschlagene Fusion, ja, wir haben schon gewonnen, Spiel nur so. Das ist mal so witzig, wenn das Spiel manchmal ein bisschen hinterherhängt mit den Botschaften. Das geht ja eigentlich im Abenteuermodus noch ganz gut, weil im Abenteuermodus gibt es ja häufig jetzt nicht so mega viele Botschaften, die immer erscheinen. Aber gerade im Legendenmodus, da gibt es 1000 Milliarden Botschaften, die immer erscheinen müssen erst. Und da hängt dann das Spiel mit den Botschaften teilweise 100 Jahre hinterher, so ungefähr. Vor allem, wenn man halt total overlevelt ist. Das ist dann immer ziemlich witzig. Naja. Das hört sich total süß an und passt überhaupt nicht zu dieser fetten Ritterrüstung da. Naja. So, dann haben wir jetzt sogar in dem Part jetzt 4 Schlachten geschafft und darunter war eine Abenteuerschlacht, ne? Das ist, glaube ich, auch Premiere. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie hinbekommen. Wir haben es da, glaube ich, schon mal hinbekommen, 4 Einzelschlachten mal in einem Part zu schaffen. Oder haben wir das schon mal geschafft? Ich bin mir nicht, ich meine schon. Und ich meine, wir haben es auch schon mal geschafft, 2 Einzelschlachten und eine Abenteuerschlacht zu schaffen. Aber 3 Einzelschlachten und eine Abenteuerschlacht, das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. Das ist echt ziemlich cool. Also wir können schon sehen, wie gesagt, dass wir etwas mehr Fortschritt machen durften als noch in den letzten DLCs, weil ich eben halt immer Feenmagie raushauen kann. Und es halt echt mega cool ist. Auf jeden Fall. Aber dafür könnte halt der DLC dann auch noch später sehr schwierig werden, dann im roten Bereich und sowas vor allem. Deswegen, vielleicht wird es das wieder ein bisschen ausgleichen. Mal gucken. Wir kriegen auf jeden Fall noch Dinodoros Reißzähne, Exhalverschuppen und Gyptobandagen. Und auch noch 2 Ausdauerfritze. Okay, das ist auch. Habe ich das überhaupt schon mal erlebt? Dass ich mal zweimal dasselbe Nahrungsmittel in einer Schlacht bekomme? Es kommt so häufiger vor, haben wir auch schon des Öfteren gesehen, dass man halt 2 oder sogar 3 verschiedene Nahrungsmittel bekommt. Dass ich aber in einer Schlacht zweimal dasselbe Nahrungsmittel bekomme, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, oder? Ich kann mich nicht erinnern zumindest. Das ist auch ganz interessant. Na gut. Okay, Leute. Ich würde aber erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Phantom Hourglass und Spirit Tracks DLC. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Und ich dann vielleicht aber auch mal wieder hier bei der Phantom Hourglass Seite ein bisschen weitermachen werde. Jetzt habe ich ja das ein bisschen schleifen lassen und da nur beim Spirit Tracks Abschnitt weitergemacht. Deswegen beim nächsten Mal denke ich mal, dass wir dann auch hier wieder ein bisschen weitermachen werden. Und dann aber vielleicht trotzdem noch wieder ein paar Missionen von der linken Seite machen werden, werden wir dann schon alles sehen. Aber bisher, muss ich sagen, jetzt so nach den ersten, das ist ja der dritte Part, ne, genau, nach den ersten 3 Parts muss ich sagen, dass mir der Phantom Hourglass DLC, der Phantom Hourglass und Spirit Tracks DLC, dieser Name immer, dass mir der bisher ziemlich gut gefällt auf jeden Fall. Mal gucken, was da noch so alles auf uns zukommen mag, aber bisher finde ich ihn schon mal ziemlich cool. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.